Hallihallo Leute, auch noch auf diesem Wege ein frohes Neues und willkommen zum aus dem Folianten und dem ersten Video 2015. Ja, und ich bin ja schon ein bisschen angepisst, muss ich sagen. Nicht wegen dem Video, aber wegen dem Hintergrund da hinten. Ja. Das ist, ich sag's euch, das ist so ein Vorhang, bestehend aus 4 Vorhängen und erstens sieht es ziemlich bescheiden aus ziemlich und zweitens, Käse, ja. Wir müssen diese Vorhänge immer so zurechtrücken, damit kein Licht durchkommt, weil sonst einfach wir im Gegenlicht sitzen und das sieht total kacke aus. Ziemlich und Grütze, ja. Und, ich sag's euch, das ist so mühsam. Wir sind dabei, weiterzuschauen, ja. Vielleicht für eine Aufnahmelocation. Das ist. Oder einfach Arbeit. Das Wohnzimmer umstellen. Genau. Oder umstellen, dass das Licht anders fällt, vor eine Wand, links oder rechts, mal schauen. Also, ja, wir sind uns der Mängel bewusst. Wir hoffen, so in 2-3 Monaten hat sich dann was geändert. Und da auch mit schönem Hintergrund, nicht mehr da dieses Vorhanggelötzeugs da, sondern was Schlaues. Aber wollen wir zu Kapitel 16 kommen? Genau. Was passiert denn im Kapitel 16? Kannst du uns das mal zusammenfassen? Jawohl, auswendig aufgeschrieben. Oder auch nicht. Zuerst kommt, das ist echt ein Problem, wenn ich das mir aufschreibe, lerne ich es nicht auswendig, was wirklich passiert, und dann muss ich auf den Laptop gucken. Das ist, naja, schön. Es kommt Bericht vom Abzug des Hochtyrover. Wir erinnern uns, ja, Kapitel 15 hat unser guter Mlarat im Kathedralspalast ein schönes Blutbad angerichtet. Und diese Nachricht ist nun zum Hochtyrover gekommen in den Norden und der Hochtyrover zieht jetzt ab. Diesbezüglich habe ich da eine Frage, glaube ich. Oha. Ja. Dann kommt Mlarat zurück. Ist für die Handlung bedingt wichtig, allerdings sieht man einfach, ist zurück und man sieht im Mann, dass er so ein bisschen verbrannt aussieht, so ein bisschen angekokelt, der Gute. Ja, hat ja da den Brand im Bauernhaus überlebt. Ja, genau, ganz knapp. Und Schmerzen haben zugenommen. Ist so ein Spannferkel quasi. Ja. Ein Spannmlarat. Hat ja eigentlich permanent Schmerzen und kann kaum schlafen. Oder? Ja. Dann gibt es einen Kriegsrat, wie nun weiter zu verfahren sei. Kriegsrat eben, da diskutiert man, ob man welche Route man auf genau, der Ebene nehmen soll. Ob man über Afalagat gehen möchte, was etwas Umweg kosten oder was ein Umweg bedeuten würde, allerdings wäre es die sichere Variante. Oder ob man durch Belarbruk geht, ist auch so eine Festung über den Gandel mit einer Brücke, sagt ja schon Belarbruk, darum Brücke, Bruck in den, und so. In der Schlucht da. In der Gandelschlucht. Und dann schließt sich, dann klopft es an der Tür und einige Leute wollen sich Hakan anschließen und man sieht auch, dass Mlarat dahinter steckt. Mhm. Zum Schluss allerdings, und das ist mit einer der entscheidenden Szenen in diesem Buch. Es fällt weniger auf, weil, der Khan kommt, Peronat kommt und sagt, Hakan würde entkrönt werden bei der nächsten Versammlung der Khans. Beziehungsweise er sei schon abgesetzt. Eigentlich sagt er, er ist schon abgesetzt und würde den Raum nicht mehr als König verlassen. Genau, allerdings, ja, Hakan nimmt das nicht ganz so ernst. Allerdings weiß er, er muss jetzt sofort auf die rote Ebene und entscheidet sich darum für die schnellere Route. Nicht über Afalagat, sondern über Belarbruk. Ja. Er enttarnt ja Peronats Aussage als Lüge, weil der Rat noch gar nicht zusammentreten konnte. Genau. Ja, das ist das Ende von Teil 1 kam ja damals, als der Hochtyrover bei der Verhandlung erschienen ist, Verhandlung zwischen Nigwarega und Tomark. Und Kapitel 16, das Ende, ist das Ende von Teil 2 des Buches. Ja. Ist ein bisschen weniger offensichtlich. Allerdings würde das Ende des Buches sehr wahrscheinlich anders aussehen, wenn da dieser Peron nicht gekommen wäre. Ja. Es läutet doch den
die Endschlacht ein. Man weiß, jetzt ziehen sie los für den letzten Kampf. Jawohl, genau. Doch, also es ist schon... Wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, sieht man es schon. Mhm. Jetzt hast du einen Form bestimmt. Jo, da ganz ich genau. Extrem drauf. Eben der Hochterrover ist abgezogen. Mhm, ja. Bezieht sich das denn auf das Massaker in der Kirche, das er abzieht? Weil ja, genau. Er zieht sich ja nicht nach Schala zurück, wie man später sehen wird. So ist es ja. Ist es da wirklich wegen dem Massaker? Es ist wegen dem Massaker, ja. Oder wegen des Massakers. Genau. Ja, aber das ist so. Weshalb geht er dann nicht nach Schala, sondern in diese Festung? Er muss sich mal zurückziehen, um quasi einen Ort zu haben, wo er ja quasi ein Hauptquartier irgendwo. Und er findet dann, ich muss nicht ganz nach Schalat zurück, sondern kann auch gewisse Dinge regeln, wenn ich gar nicht in Schalat bin. Das erfährt man dann in Kapitel 18, glaube ich. 18? Ja, 18, ja. Genau. 18. Kapitel 18 merkt man dann, wo der Hochtirover steckt und wo seine Armee steckt. Weil Hochtirover und Armee ist nicht das gleiche, wie man dann bemerken wird. Allerdings erst in Kapitel 19, glaube ich. Ist auch so eine, so eine Sache. Ja. In der Besprechung lässt Ugrir durchblicken, die Kerusker würden den Märken nicht mehr lange den Rücken stärken. Also auf der roten Ebene stehen ja immer noch die Kerusker. Mhm. Genau. Die ganze Zeit eigentlich. Man, eigentlich werden sie zu wenig gewürdigt, muss ich als Schöpfer der Kerusker sagen. Aber ja, die halten dort die Stellung. Jawohl. Und Ugrir sagt, es könnte bald vorbei sein. Mhm. Würden sie denn gehen? Also ich als Schöpfer der Kerusker, also der Kerusker nach Palindon, sage nein. Okay, dann denkst du wieder etwas zu kurz, sage ich einfach mal. Aber? Weil, erstens mal, die Kerusker sind nicht alleine auf der roten Ebene. Die Merker sind auch dort, inklusive von dem Herzog... Oh Mann, ich lese ja schon wieder in Kapitel 2... wurde erwähnt, der Herzog, naja, ein sehr hoch angesehener, von Hakon, sehr hoch angesehener Herzog ist dort. Also die Kerusker sind nicht alleine, so ist es nicht. Ja, okay. Dass sie zu wenig gewürdigt werden oder dass sie zu wenig, im Film würde man sagen, Screentime erhalten, ist ein bisschen ein Problem, das gebe ich zu. Weil eben Hakon gar nicht dort war. Genau, ich habe mir überlegt, wie ich die wirklich sinnvoll einbauen könnte. Und so wie die Story verläuft, gab es für mich als Autor keinen großen Sinn, wirklich oft auf die rote Ebene zu gehen. Ja. Weil sie sich um Harkand und seine Reise dreht alles. Und nicht eigentlich um die Kämpfe. Mhm, genau. Weil auf der roten Ebene wird gekämpft, sonst allerdings... Nicht viel. Geschieht nicht so viel Spannendes. Ja, ist aber durchaus so, dass die Kerusker ein bisschen wenig Screentime erhalten. Und darum auch dieses ungeduldig werden der Kerusker. Könnte man. Ist ja auch durchaus verständlich. Ja, genau. Eben, die würden dann nicht abziehen, aber so will Ugrir wahrscheinlich auch ein bisschen Druck machen. Ja, er war ja beim Faimur, oder? Er war bei Faimur, ja. Hat er vielleicht sogar den Auftrag erhalten, ein bisschen Dampf zu machen? Das kann ich mir vorstellen. Ist natürlich schon eine Weile her. Er war bei Faimur noch vor der. Ja, noch vor dem. Bevor es überhaupt zur Verhandlung kam. Stimmt. Stimmt. Und. Also, so wie die Geschichte geschrieben ist, hat Hakan auch keine andere Wahl, würde ich sagen, als den Weg zu gehen, den er jetzt geht. Ja. Man hätte die Geschichte anders schreiben können, aber das ist immer so bei... Klar. Geschichte kann man anders schreiben. Innovativen, nee, nicht innovativen, bei künstlerischen, wie soll ich sagen, bei künstlerischen Auseinandersetzungen oder in einem künstlerischen Prozess, man kann Dinge immer anders machen. Ja, ganz genau. Ich habe diesen Weg gewählt, einfach... dieses ständige aufgehalten werden, weil das extrem viel Konflikt beinhaltet, finde ich. Und es baut die Spannung auf. Wann, wann zieht er endlich los? Wann schlägt er wann zu? Wann kann er endlich?
Man kann eigentlich die Nicaragua zurückdrängen. Genau. Wann ist doch immer so ein bisschen die Frage im Leben, ja, wann kann er endlich? Wo hat eigentlich Mlarat die drei Leute da aufgetrieben? Wie hieß er? Sir, ich habe es auch geschrieben, Gayen, Laudra und den dritten da, den Namen weiß ich gerade nicht mehr. Es ist so in diesem Kapitel, dass Mlarat diese Rede in der Kirche hält. Ist nicht beschrieben im Buch. Mhm. Hat, also einfach gesagt, diese drei Leute stehen stellvertretend für die Reaktion der Leute auf die Rede in der Kirche. Also sie kommen zu Hilfe. Ja, aber ist doch schon eine Weile her, die Rede. Zwei, drei Wochen oder so? Nee, ein paar Tage maximal. Paar Tage. Ja. Würde eigentlich in dieses Kapitel mit reinkommen. Hat mir auch die Lektorin beschrieben, ob ich diese Szene in der Kirche nicht mit reinnehmen möchte. Mhm. Ich habe mir dann ein paar Tage überlegt, ob ich das will oder nicht. Und ich habe mir gedacht, nee, ich nehme sie nicht mit rein. Aus dem Grund, dass diese Rede, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, man kann diese Rede auslassen, weil man die Konsequenzen davon spürt und weil man sich vorstellen kann, was Mlarat dort sagt, wie er die Leute mit rumkriegt. Mhm. Allerdings das zu zeigen, finde ich, hätte etwas von der Magie genommen. Jetzt stellt man sich, oder kann, jetzt, ja, so wie jetzt ist, kann man sich vorstellen, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Jetzt ist er hingetreten und wie hat er sich wohl geschlagen und hat der verschmitzt gelächelt und so. Hat er sich freundlich gestellt oder mehr gesagt, Leute, jetzt müsst ihr wirklich Gas geben? Es würde etwas in der Fantasie des Lesers, noch eine Notiz über das Ende von Teil 2, allerdings habe ich das schon vorweggenommen. Ja. Von dem her Kapitel 16 ist es so ein bisschen unscheinbar, das Kapitel, aber gerade der Schluss ist extrem wichtig für den Ausgang des Buchs. Weil sich Hakan für den kurzen Weg entscheidet und nicht für den Umweg über Afalagat. Mhm. Ja. Okay. Jawohl. Okay. Bis nächste Woche. Eine Schreibfeder. Geben. Mhm, oder genau. Wir reichen aber parallel auch noch den Folianten nach. Wahrscheinlich, ja. Ja, parallel, weil wir sonst nicht mehr zu Ende kommen, bis die Klauen des Seedrachens erscheinen. Sind jetzt immerhin noch 8 Kapitel nach diesem. Doch, ja. Verlernten. Und jetzt haben wir Anfang Januar und das wird dann Ende Februar, Anfang März irgendwie. Und dann ist mein Buch wahrscheinlich schon draußen. Genau. Oder steht so kurz vor der Veröffentlichung. Ja. Jede Woche ein Verlernt. Ja. Das wäre dann eher die Chronik von Spam und Feder. Ja. Alles klar. Also, gute Zeit. Macht's gut. Ja. Und tschüss. Tschüss, Leute.